Jo, willkommen zum nächsten Part von Star Wars Empire at War, der Republika-Dua-Modus bei unserer Alexierung. Hier im letzten Part haben wir hier Eradio eingenommen oder Eriado oder keine Ahnung, mir egal. Und ja, unser Plan ist jetzt erstmal ein bisschen Geld zu machen hier, indem wir Planeten hier einnehmen und ausbauen und danach Naboo, um da eine Forschungseinrichtung zu bauen, um unsere Tech-Stufe zu erhöhen. Ja, es bringt noch nichts dahin, jetzt zu rushen, da wir einfach kein Geld dafür haben. Also schon, wir könnten da hingehen und das einnehmen und so weiter. Aber halt kein Geld dafür, um die ganzen Upgrades zu kaufen. Deshalb bringt das erstmal keinen Sinn. Er macht das erstmal, am Anfang ist das erstmal keinen Sinn gerade. Deshalb nehmen wir erstmal die ganzen Systeme hier rum ein. Wir könnten jetzt Slytherin eigentlich als nächstes angreifen. Dafür würde ich mir eigentlich sagen, wir nehmen noch eine zweite, kaufen uns noch eine weitere Bankenplan-Fregatte. Oder hier heißen die anders, hier heißen der Munificent oder keine Ahnung, ich nenne sie mal Bankenclan. Ich kann den meisten Namen hier nicht aussprechen. Zum Beispiel Battlefront 2 im Original heißen sie auch Bankenclan-Fregatte. Steht ja auch irgendwie da. Intergalaktische Bankenclan-Gebaute, Klonkrieger. Na gut. Mir fehlen so ein bisschen irgendwie Speer oder sowas hier, von wegen hier wie beim Empire die Droiden da die Karten, die Planeten aufdecken können. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Ich würde sagen, wir greifen einfach mal hier Slytherin an. Taktisches Gefecht Und wir lassen steht unsere gleich Hammer-Pickets bevor. jetzt mal hinten, die brauchen wir im Moment irgendwie nicht, also da kommt es nicht wirklich groß an Jägern an. Oh, da sind Dreadnoughts. Ja, wir lassen die Gegner erstmal ankommen. Wir verteilen unsere Schiffe so ein bisschen. Und wenn der Gegner hier gleich halt von Trell angreift, werden wir den so ein bisschen umzingeln. So, und ja, ansonsten warten wir es erstmal. Nicht so weit. Okay, der wird von hier oben kommen. Also machen wir mal so einen Halbkreis schon mal so ein bisschen. Ich will ja meine Techno-Uni-Fregatten nicht verlieren, weil suche ich so die... Mann, bleib doch einfach stehen! Statt dass er einfach stehen bleibt, ne? Okay, da kommen die Gegner, ja. Dann umzingeln wir die mal so ein bisschen hier. Fahren die denn jetzt so schnell? Ich habe doch einfach gesagt, mach bitte nur Sturm. Okay, zieh dich zurück. Also ich werde bei diesen Kämpfen manchmal ein bisschen ruhiger sein wie jetzt, um halt Überblick zu behalten. Kreuzen eigentlich keine Gefahr jetzt. Wir haben die Gegner ja so ein bisschen umzingelt. Hat zwar jetzt nicht so geklappt, wie ich mir gehofft hatte, aber es passt schon. Wir haben keine Verluste. Auch wenn es knapp war. Sehr schön. Kein Schiff verloren. Also Bankenclan-Schiffe können ruhig drauf gehen, aber die Technik-Union möchte ich gerne noch behalten. Ja, da die Karte so groß ist, mache ich jetzt auf Autokampf, weil mir das zu doof ist, jetzt die ganze Karte abzusuchen. Besonders da wir jetzt nicht wirklich gut Fahrzeuge haben und keine Kanonenboote, die ich gerne benutze zum Spähen. Dann mache ich mir einfach so. Ah, hier, nee. Ihr bleibt mal hier. Euch könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Ich sollte noch ein bisschen was mehr dazu kaufen. Dass unsere Chancen steigen, dass wir das nicht mit so vielen Verlusten kriegen. Ja, mit Planeten sind wir gleich auf. Militär bin ich besser. Ja, und Geld geht so.
Roger, Roger. Invasion beginnt. Okay, damit kann ich leben. Kontrolle über den Planeten erreicht. Das heißt, jetzt erstmal wieder die Verluste aufkaufen und dann Duki hinschicken, dass wir schön Rabatt kriegen. Da können wir Großkampfschiffe herstellen, brauchen wir eigentlich. Wir können hier Großkampfschiffe hier und hier bauen. Die Republik kann hier Großkampfschiffe bauen. Kennt ihr bestimmt, und Calamari ist klar. Mandalore kann sie Großkampfschiffe bauen. Und dann halt in diesen unteren Systemen. Kuat ist sehr wichtig für die Republik. Denn bei Kuat können die ihre Pride of Core bauen und Sternzerstörer ab Techstufe 6. Und man kann maximal nur 3 Sternzerstörer haben. Ups, ich wollte hier hin. Da können wir auch wieder normale Mine kaufen. Ich glaube, wir kriegen 500 oben drauf oder so. Oder 300, 500, so. Mal gucken. Wir können übrigens später auch Arenen bauen. Dann kriegen wir auch ein bisschen Geld. Konstruktion. Ja, so viel hat es jetzt nicht gebracht. Aber immerhin. Konstruktion abgeschlossen. Okay, dann würde ich sagen, wir rushen jetzt nach Fluss Wellen. Habe ich hier meine Verluste ausgeglichen? Übrigens, bei Autokampf holt euch immer so ein Kommando, so einen schwachen Held. Der bringt nämlich Bonus. Das erhöht euch, Soldaten, dass ihr das nicht verliert, diesen Autokampf. Roger, Roger. Einheit wird produziert. So, einmal ein paar Druiden bauen, dass das nicht so scheiße leer auf dem Boden aussieht. Roger, Roger. Einheit wird hergestellt. Ich weiß nicht, ob ich noch die Flotte auf eine weitere Bankenklan-Fregatte erhöhen sollte. Könnte ich eigentlich mal machen, ne? Einmal gerade das Geld dafür. Übrigens, wir kommen so einfach nicht hier rüber, ne? Also durch Naboo kommen wir nicht hier rüber. Wir müssen echt durch diese beiden Planeten kommen wir erst hier unten in die Systeme. Wir können übrigens von hier aus in das Territorium vom Gegner eindringen. Oder von hier unten. Und der einzige Weg nach hier oben ist über Coruscant, finde ich voll bescheuert. Das heißt, wenn ihr das hier oben abdecken wollt, haut einfach eine Flotte über Coruscant, die undurchdringbar ist. Schon kann der Gegner nicht dahin. Komm, weil ich gerade Geld habe, höre ich noch auf weiter. Ich weiß nicht, ich lasse glaube ich die Techno-Union-Fregatten hier irgendwie. Das letzte Mal war mir ein bisschen knapp, dass die draufgegangen sind. Dann würde ich lieber noch ein paar von den... Ah, ich habe leider kein Geld gerade dafür, ne? Ich denke mal, 14 sollten aber reichen. Praktisches Gefecht steht gleich bevor. Autokampf würdet ihr übrigens alle verlieren, das habe ich schon mal gemacht. Also nicht so Autokampf, sondern so einen automatischen Kampf oben, bevor man das Gefecht startet. Da habe ich erstmal meine ganzen Bankenklan-Fregatte verloren, meine ganzen Bankenklan-Flotte verloren gegen ein paar Akklimatoren und sowas. Wo man hier eigentlich gut gewinnt. Jetzt habe ich keine Armor-Pickets, jetzt haben wir da so viele Jäger. Ja, wir lassen den Gegner einfach mal ankommen. Und dann greifen wir jetzt an. Also ich lasse die mal jetzt selber kämpfen. Ich versuche nur ein paar Schiffe zu retten, ja. So. Okay, das ist mir zu verlustreich. Warum kommt ihr denn nicht hier runter? Ah, ich verliere noch einer. Ja, diese Dinger sind ultra stark. Zieh dich mal zurück. Was macht ihr hier oben? Kommt jetzt mal hier runter, ey. Ich habe euch eigentlich alle befohlen, hier runterzukommen. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt richtig verguckt habe, mit 2 Bankenklanschiffe verloren. Wir haben gesehen. Yep. 2 haben wir verloren, naja. Sterben wir nicht von. Invasion beginnt. Oh, guck mal hier hatten sie jetzt schon Artillerie gehabt. Kontrolle über den Planeten erreicht. Nein.
erstmal so, wegziehen, Doku hin, Rabatt ausnutzen. Okay, wir haben ein paar davon verloren, ein paar davon. Okay, ich wollte gerade, man irgendwo auf einem Planet kriegen wir Schiffe, für, Rabatt für Bankenplanschiffe, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich dachte, das wäre der gewesen, aber nee. Ich glaube, könnten wir auch eine Raffinerie bauen, genau. Das heißt, wir sollten uns das eigentlich pro Woche ein Bankenplanschiff leisten können. Ein bisschen die Verluste ausgleichen. Ja, das können wir einmal in der Woche wenigstens ein Bankenplanschiff kaufen, ohne mehrere Wochen darauf zu warten. Konstruktion abgeschlossen. Very good. Soldaten werden ausgebildet. So, dann haben wir wenigstens das wieder ausgeglichen, was wir in der Schlacht verloren haben. Ja, Grenzflotten braucht ihr noch nicht bauen, weil der Gegner wird noch nicht so schnell kommen. Wie ihr seht, bei uns dauert das ja auch ein bisschen. Kurz was trinken. Ja, mein nächstes Ziel wäre dann hier diesen Planet hier einzunehmen. Ich glaube hier, welcher Planet war anders, das war der. Okay. Ich weiß nicht, ob man da weiß ich jetzt nicht, ob man da Raffinerie bauen könnte. Aber hier oben kann man das bauen. Wir können auch uns Endor, können wir schon direkt dahin? Ja, wir könnten sogar direkt dahin. Aber ich glaube auf Endor war eine stärkere Flotte, das heißt wir sollten erstmal uns ein paar Bankenplanschiffe kaufen. Eigentlich würde es auch sich lohnen, damit Artillerie anzukommen für uns, weil die Karte recht klein ist. Und die wurde auch ein bisschen erweitert, wie ihr seht. Das originale Endor wäre nur so gewesen. Hier, 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 fertig. Man kann es aber noch hier sich außen herum bewegen. Und da sind natürlich die Endor, die Ewoks. Das heißt, diesen Kampf würde ich so machen, weil es eigentlich ziemlich Spaß macht, aber wir brauchen einen Haufen Krabbendruiden dafür. Und dann würde ich mir die jetzt erstmal kaufen. So, mittlerweile 15. 15, 15, 15. Wieso bringen die keine Bonusse? Übrigens diesen Bereich hier oben hätte ich ziemlich gerne. Ah, da sind jetzt nicht so starke Schiffe, aber da will ich noch nicht hingehen. Da warten wir noch ab. Kaufen uns noch ein paar Banken. Ich würde nur sagen, wie viel haben wir denn hier noch? Hm, 15. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part jetzt schon geht. Mir keine Stoppuhr gestellt. Ich würde sagen, ich beende hier den Part, werde einfach ein bisschen nebenbei, also jetzt warten, bis wir mindestens 20 von denen haben und dann nehme ich wieder auf und dann gehen wir hier oben hin. Ne? Also ich mich hier verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.